Digga, was? Es ist schon Rocket League Season 5 in Rocket League? Und damit hallo und ganz herzlich willkommen auf dem Kanal von Clash Dogs. Freunde, es ist endlich soweit. Season 5 ist endlich da in Rocket League. Ihr wisst immer, wenn ich hier ein Video droppe, dann ist es, wenn irgendwas Neues in Rocket League ist. Und dieses Mal ist es was Fettes. Und zwar die neue Season in Rocket League. Season 5. Das heißt, neuer Battle Pass, neue Saisonbelohnung. Alle eure Ranks werden zurückgesetzt. Deswegen grindet nochmal bis zum Ende. Holt euch fette Turnierbelohnungen. Sonst ist es vorbei. Das geht nur noch 2 Tage. Denn diesen Mittwoch kommt die neue Season in Rocket League. Und zwar, was heißt neue Season? Es heißt ein neuer Clash Talk Stream. Und zwar zur neuen Season müssen wir da auf jeden Fall wieder am Rocket League streamen. Und zwar machen wir eine Rocket Pass verlosen. Wir werden Black Market Items verlosen. Wir werden fette Community Turniere machen. Mit richtig, richtig vielen Spielern. Auch noch öffentliche Turniere. Wir wollen es das erste Mal probieren, ein Turnier mit 128 Spielern aufzumachen. Sowas hatten wir noch nie. Deswegen, Freunde, ich hoffe, ihr seid da alle am Start und supportet. Alles, was ihr machen müsst, ist einfach nur ein Abo da lassen. Vielleicht auch noch einen Daumen nach oben geben für den Algorithmus und sonst noch die Glocke aktivieren, dass ihr auf jeden Fall am Start seid. Leute, ihr könnt ja einiges gewinnen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Die neue Season ist, denke ich mal, wie immer 17 Uhr. Ich bin mir nicht sicher, ob es die letzten Male 17 Uhr war. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr das genauer wisst. Aber sonst kommt einfach ins Stream und spätestens dann werde ich es wissen und werden es alle wissen. Deswegen, Freunde, es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr einschaltet. Aber es gibt noch was ganz Besonderes und zwar hat Rocket League zur neuen Season einen richtig, richtig, richtig heftigen Trailer rausgebracht. Ich habe ihn mir selber noch gar nicht so genau angeschaut, nur einmal so nebenbei auf Instagram. Deswegen würde ich sagen, Freunde, reagieren wir zum Ende des Videos einfach nochmal zusammen auf diesen Trailer. Viel Spaß! So, Freunde, der Titel vom Trailer ist Rocket League Season 5 Cinematic Trailer. Leute, das ganze Ding verspricht einiges. Ich bin gespannt, ob wir da so ein bisschen Sneak Peeks bekommen, was so das neue Thema von der Season 5 sein wird. Ich bin super, super gespannt. Von der letzten Season da war es ja Wüste. Ich habe natürlich ein bisschen gehofft, dass Cars reinkommt. Kam nicht rein. Aber alleine das Profilbild von Rocket League, das neue, lässt schon mal vermuten, dass es irgendwie was mit Galaxy zu tun haben sollte. Raue Weltraum, whatever. Da denke ich natürlich direkt an den guten alten Interstellar. Aber wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange drum herum und gehen hier direkt rein in den Trailer. Die Musik, muss ich sagen, fühle ich schon mal sehr, sehr doll. Also was wir jetzt hier direkt am Anfang sehen, ist irgendwie ein Raumschiff. Ich weiß nicht, es erinnert mich ein bisschen an Star Wars. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier eine Kooperation mit Star Wars oder so ist. Ich habe auch leider nicht alle Star Wars Teile geschaut. Aber ihr könnt gerne, wenn ihr mehr wisst, sofort in die Kommentare schreiben. Alles, was ihr wisst, in die Kommentare schreiben. Wir sehen daran wirklich, wie das Raumschiff. Da sehen wir auch schon das Raumschiff dann letztendlich, so wie es aussieht. Tut mir leid, dass ich jetzt oft choppe, aber Freunde, den Trailer, der ist nochmal ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Das heißt, wenn ihr euch den im Ganzen anschauen könnt, macht es gerne. Aber dadurch, dass wir jetzt hier quasi uns den Trailer im Detail anschauen wollen, müssen wir natürlich öfter stoppen, dass wir auch alles sehen können. Also hier sehen wir auf jeden Fall das Raumschiff. Ich kann mir nicht vorstellen, in Rocket League Raumschiffe. Also normalerweise war es ja immer Autofußball. Kommt vielleicht ein neuer Spielmodus? Kommt vielleicht was ganz Neues, irgendwie mit Raumschiffen, dass man nur noch fliegt? Ich bin gespannt, Freunde. Wir schauen den Trailer erstmal weiter. Okay, da werden auf jeden Fall die Flügel von dem Raumschiff abgeschnitten. Man sieht hier hinten auf jeden Fall, dass es irgendwas mit Boost ist. Also, das Ding hat einen Boost. Das sieht aus wie ein riesen Weltraumkampf. Hilfe. Also es erinnert mich gerade, es könnte gerade for real eine Szene aus Star Wars sein. Erstmal, holy shit, wie geil ist diese Musik und wie geil aufwendig ist dieser Trailer bis jetzt produziert.
Oh mein Gott. Also man sieht noch nicht viel von dem Auto, aber es sieht super sick aus. Es wird hier auf jeden Fall gerade kein Spiel. Oh, Hilfe. Hilfe. Da werden die Reifen ran gemacht. Also ich denke mal, es wird ein Auto in dem Design von diesem Raumschiff sein. Und da sieht man wahrscheinlich auch schon die neue Rocket League Arena. Hilfe, wie geil sieht das bitte aus? Allgemein, dieses ganze Weltraum-Galaxy-Zeug ist schon immer ein... eins meiner Favorite-Themen gewesen. Ich habe immer gehofft, dass es sofort rauskommt. Ich habe auch schon gehofft, dass es in Season 4 schon kommt, aber jetzt kommt es in Season 5. Freunde, es war auch am Anfang, ich habe nur Interstellar gezockt, weil ich liebe es. Passt natürlich auch in die heutige Zeit mit dem ganzen Raumfahrt, SpaceX, whatever-Thema. Und hier ist das fertige neue Auto. Okay, ich muss ehrlich sagen, gerade sah es ein bisschen geiler aus. Jetzt hier sieht's. Oh, weiß ich nicht, ob ich so fühle. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Hier in dem... aus der Perspektive fühle ich das Auto jetzt nicht so zu 100%. Ich finde, die Räder sind sehr, sehr hässlich. Das Auto selbst von vorne sieht es cool. Aber von der Seite ist es nicht so gut. Hier sieht man die Map. Nochmal ein richtig, richtig geiler Optik. Also wenn das nicht geil aussieht, weiß ich auch nicht. Also wenn das nicht Galaxy Tier ist, dann weiß ich auch nicht. Hilfe, wie cool war dieser Trailer? Blast off. Wie cool ist dieses Bild alleine, bitte? Wie cool ist dieses Bild alleine, bitte? So, Freunde, also wir haben, glaube ich, alles gesehen. Wir haben jetzt hier bis auf... also wir vom Battle Pass haben wir nicht wirklich viel gesehen, aber wir haben hier das neue Auto komplett fertig gesehen. Hier sieht man es nochmal. Es wurde quasi während des Trailers immer nach und nach weiter aufgebaut. Am Anfang lackiert, dann neue Räder. Jetzt sieht man es hier, wie es kommt. Ist so eine Art Raumschrift, halt nur mit abgesägten Flügeln und dann Räder anstelle von Flügeln. Ist schon cool, ist schon cool. Schön in Rocket League, Freunde, es ist soweit. Es ist soweit. So, Freunde, ich schaue nochmal, ob wir jetzt hier noch mehr zum neuen Battle Pass finden. Wir sehen hier schon mal genau das Auto, was wir gerade gesehen haben, das neue Auto. Man sieht hier einen neuen Dachaufsatz, neue Räder. Ein anderes Auto sehen wir hier auch noch. Das ist das gleiche, nur noch mit nochmal einem anderen Dachaufsatz, mit so einem Astronautenhelm. Hier nochmal neue Räder. Die fühle ich jetzt nicht so, also allgemein die Räder sehen jetzt nicht so geil aus. Jetzt abheben, also es lässt sich auf jeden Fall hier wieder auf dieses Raumfahrtsthema zurückführen. Jetzt gucken wir mal, wenn wir jetzt hier auf jetzt abheben drücken, dann sehen wir wahrscheinlich, wie lange der Rocket Pass, also der aktuelle, noch verfügbar ist, bis es einen neuen. Ja, hier sehen wir Season 4, Rocket Pass wird noch einen Tag, 9 Stunden und 58 Minuten am Start sein. Wenn ihr das Video schaut, wahrscheinlich nur noch ungefähr einen Tag. Deswegen, Freunde, wenn ihr euch noch geile, Saisonbelohnung abholen wollt, müsst ihr jetzt, habt ihr jetzt noch nicht mehr lange Zeit, um noch ein bisschen zu grinden. Deswegen grindet auf jeden Fall. Wir werden im Stream selber natürlich auch extrem viel zocken. Deswegen, Freunde, würde ich sagen, man erfährt hier, glaube ich, leider nicht mehr zum Rocket Pass. Und wenn schon, schauen wir uns das alles gemeinsam im Stream an. Leute, das sollte nur ein kleines Ankündigungsvideo werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so war, lasst super gerne ein Like da. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und sonst würde ich sagen, Freunde, Kuss geht raus für euren Support und wir sehen uns am spätestens Mittwoch zu dem fetten Rocket League Livestream. Freunde, ich hoffe, ihr seid alle dabei. Freunde, wir sehen uns. Haut rein, ich wünsche euch was und ich würde sagen, ciao. Ciao.